So, neuer Versuch. Mhm. Ich könnte die natürlich auch alle einfach so aus dem Gebiet rausholen. Machen wir mal Folgendes. Also, er hat den Schlag in die Gruppe rein, deshalb soll er dahin. Zack. Komm her, du! Oh, ist er jetzt im Blutrausch? Hm? Ich würde gerne irgendwie ein paar hier die Klippe runterstürzen lassen. Das geht mit dem Angriff nicht. Lassen wir sie mal näher rankommen. Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen. Was denn? Und weiter! So gut wie erledigt! Bitte unterwegs! Für Trakassen! Wo ist der Nächste? Da ist einer weniger! Was denn? Wenn man mal irgendwas hier zwischen erkennen würde. Solche Kreatur! Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen! Zu einfach! Man muss ranlocken. Dann was ist? Scheint es ganz gut zu funktionieren. Zack. Wo ist der Nächste? Oh. Hm? So gut wie erledigt. Erledigt. Und jetzt? Und weiter. Nun fast da. Da schaut der Plattform. Und der Nächste. Jetzt habe ich alle verbraucht. Jo. Schauen wir mal, wen wir hier noch so haben. Du kannst den rauf, du kannst. Naja, du kannst auch gar nichts machen. Du könntest mal hier rein. Bin unterwegs. So, jetzt machen wir mal den Schlag. Schau mal, wie weit wir kommen. Zack. Hier kommt dein Ende. Bam, einer weniger. So gut wie erledigt. In Ordnung. Und weiter. Sehr gerne. Ich würde gerne mit dem irgendwie so hinkommen, dass wir hier runterschleudern können, aber ich glaube, das klappt so. Bin unterwegs. Okay, wir machen jetzt mal Folgendes. Also, kommt mal mit hier. So. In Ordnung. Greift mich mal hier an. Kommt, greift mich unterwegs. An. Boah, wollt ihr mich denn hier nicht angreifen? Oh, das ist Pech für dich. Ich glaube, das klappt hier nicht so richtig. In Ordnung. War nichts Persönliches. So. Was denn? Hossa! Der ist so geil, wenn der irgendwo drin steht und halt einfach einen Kill nach dem nächsten nach Hause trägt. So, machen wir das noch an. Dann gucken wir mal, können wir denn irgendeinen erwischen damit? Ja. Da bist du platt, wa? Hm? Danke, den haben wir auch. Ja, den gehen wir gleich noch hier auf den ich rauf. Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen. Abscheuliche Kreatur. So, wie viele haben wir denn jetzt noch? Mhm. Und jetzt? Hier sind die drei. Hier kommt der Hammer. Erledigt. So gut wie erledigt. Nichts Persönliches. Was ist? Zack. Hm? Zack. Das machen die auch so. Das was? Passt schon. Jo. Was ist? Zack. Ja? Und hier rauf. Wo ist der Nächste? Mhm. So, die hätten wir alle. Jetzt können wir uns mal hier um die Bogenschützen kümmern. Gut wie erledigt. Nun fast da. Er hat sich ja kaum gewehrt. Abscheuliche Kreatur. Fast da. Ach Mist. Was denn? Eigentlich ihr alle, nur einer. Ah, egal.
Also da wäre echt so eine Auto, also gerade bei diesen kleinen Gegnern, so eher so eine Autofunktion wirklich nützlich. Und deswegen kommt ein Schlag, alle Fähigkeiten einsetzen und sowas alles. Gut wie erledigt. Das ist Pech für dich. Und jetzt? Nein, hä? Moment, falsche Taste. E. Ja? Den schicken wir hier rein. Zack, umgeworfen. Sofort. Kann den erledigen. Du kannst den erledigen. Was denn? Der ist schon tot. Ja. Und du kannst. Bin unterwegs. Wo ist der nächste? Und mit dem Schlag dich immer wegschleudern. Was ist das? So gut wie erledigt. Ein unterwegs. Mal sehen würde, wo es lang geht, aber ich glaube, es geht hier diesen Pass entlang. Ah, okay. Mehr ist es gar nicht. Da vorne ist noch ein großer. Das heißt, wir kümmern uns mal hier noch um die Kleinen, damit die nicht nerven. Angriff. Hm? Sehr gerne. Und jetzt? Hossa! Erledigt. So gut wie erledigt. Bin unterwegs. So gut wie erledigt. Bereit. Und jetzt? Bin unterwegs. Okay, dann können wir uns jetzt. Da kommt einer. So gut wie erledigt. Okay, okay, okay. Die Frage: Kriegen wir den? Schauen wir doch mal. Kriegen wir den irgendwie runtergehauen? Bin den unterwegs. Jetzt dahin schicke. Okay, also das macht bei dem gar nichts. Dann geht der so drauf. Der geht auch so drauf. Der wartet kurz. Auf den Weg. Geht jetzt aber auch nah ran. Macht den. Du machst nochmal den. Und du machst. Na, du machst erstmal gar nichts. So gut wie erledigt. Das kann er machen. Kannst dich hinter ihm platzieren. Da bist du platt, wa? Entschuldigung. Ja, gut, so viel dazu. Bin unterwegs. So krass sind sie dann auch wieder nicht. Sehr gerne. Muss man aufpassen, die können einen rumschleudern hier mit ihrer riesen Keule. Nicht so gut. Ja? Jo? Warum denn nicht? Und man muss irgendwie näher rankommen können. Zack. Was ist? Ah, nicht genug. Immer mit der Ruhe. Auch nicht genug Energie. Gleich geht's wieder. Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen. So, dann lassen wir die kleinen Truppen mal hier rankommen. Hier kommt dein Hammer. Bin unterwegs. So gut wie erledigt. Gut, dass die nicht alle auf einen Schlag immer kommen. Da hat man dann doch ein bisschen mehr Zeit. Ja. So schnell bin nicht mal ich. Der macht's nicht mehr lang. Hossa! Ja? Oh, das ist Pech für dich. Für Fracas. Dass man ihn auch nicht sagen kann, geh da hin mit deinem Spezialangriff und führe ihn dann aus. Sondern man muss halt erstmal ihn da hinschicken, bevor ich ihn dann da ausführen kann. Das ist ein bisschen doof. Warum denn nicht? Und jetzt? Was ist denn das für einer? Der scheint irgendwie ganz schön viel auszuhalten. Das I don't Hier like. Kommt der Hammer! Vielleicht mehrere von den Großen noch. Was denn? Jo? Was ist? Alle ganz schön wenig Energie. So gut wie erledigt. Bin unterwegs. Ach, hey! Bunda, könntest du mal? Und jetzt? Da bist du platt, wa? Okay, der soll sich doch mal zurückhalten. Ja,
Der kann den hier machen. Hey, das werden mir ein paar zu viele. Das ist, ich erwische tatsächlich echt immer jedes Mal hier die eigenen Kollegen mit diesem Nahkampfangriff, weil die zu nah beieinander stehen. Die laufen ja aber auch die ganze Zeit immer so nah zueinander. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber die Zeit sich nehmen, bis man die neu platziert hat, ist auch... Das war erfrischend. Hey, da kommt noch mehr. 3, 4, 5... 5 oder 6. 5 oder 6? Puh. Er meint 5 oder 600. Goimgar wird kreidebleich. Das sind zu viele. Zur Stadt, los! So, der ist ein Level aufgestiegen und hat jetzt auch diesen Umschlag, hat er vorher schon gehabt. Oder? Ihr flüchtet euch nach Mifordania mit Goimgar an vorderster Front. Die Orks in seinem Rücken scheinen ungeahnte Kräfte in ihm zu mobilisieren, und so erreicht er das Tor als erster und hämmert dagegen. Er sagt etwas und huscht durch eine kleine Pforte, die für ihn geöffnet wurde. Augenblicke später erreicht auch ihr das Tor. Herein, schnell! Ihr drängt euch durch das Tor und neben euch bohren sich die ersten Pfeile der Orks ins Holz. Oh, kommt jetzt eine Abwehrschlacht. Na komm. Komm schon. Irgendwas Aufwendiges. Der andere Zwerg meinte, wir sollen das Tor gleich hinter ihm verriegeln. Aber wir können jeden starken Arm gebrauchen, wenn die Orks kommen. Dieser verräterische Weichling. Wo ist er? Boindal und ich werden ihn suchen. Boindil und Bavragor. Helft der Stadtwache, wo immer ihr könnt. Du bist dir sicher, die beiden würden dir bei der Suche nach Goimgar keine große Hilfe sein. So, nun, jetzt kann ich mich hier erstmal umschauen. Ach genau, und irgendjemand schrieb auch, dass man Leertaste hier in diesem freien Erkundungsmodul benutzen kann, um sich Bayon alle Interaktionspunkte anzuzeigen. Für das geschriebene Wort bekannt. Einige der angebotenen Schriften sind dir aus Lord Ionans Bibliothek bekannt. Mit den vielen riesigen Seen ist Vajorn reich an verschiedensten Fischen und Meeresfrüchten. Da die Gebirge der Zwerge weit von größeren Seen entfernt sind, stehen die meisten Fische nicht auf ihrem Speiseplan. Früher haben regelmäßig fahrende Schausteller solche Zelte vor Lord Ionans Stollen aufgebaut, um den Bediensteten und den Famuli mit Theaterstücken, Gesangsdarbietungen und allerlei Schabernack etwas Geld aus den Taschen zu ziehen. Der unglaubliche Rodari. Kommet, werte Spectatores, kommet und sehet das Theater Curioso mit seiner Schauspielgröße, dem unglaublichen Rodario, der geheimnisvollen Armora und dem genialen Magister Technicus Furgas entführt euch in eine andere Welt. Nun sehet und höret, werte Spectatores, die Wahrheit über Nudin, den Wissbegierigen, der sich unter grauenvollen Umständen der anderen Magi entledigte und das geborgene Land ins Unglück stürzte. Das geborgene Land, es wird mein sein! Lord Ionan? What the fuck? Als du Frala und die anderen ermordetest. Erschrocken stellst du fest, dass du nicht weitersprechen kannst. Du spürst einen Kloß im Hals und deine Augen beginnen zu brennen, als Bilder vom Stollen und Sintoras vor dir auftauchen. Ich sehe, mein erster Schlag hat dich getroffen, Unterirdischer. Oh, wie sie geschrien haben. Wärst du doch nur da gewesen, um ihnen zu helfen.
Was willst du mit meinem Rucksack? Wenn du auf der Suche nach Proviant bist, hättest du nur nicht fragen müssen. Was in dem Rucksack ist, interessiert mich nicht. Ich weiß nur, dass der Herr des Toten Landes ihn haben will. Also bekommt er ihn. Dein Meister erzählt dir nicht viel, wie es scheint. Er traut dir nicht. Oder er hat es sich zur Gewohnheit gemacht, mit Dienern nicht über seine Angelegenheiten zu sprechen. Du spürst, wie die Klinge ein wenig in deine Haut schneidet. Und du nimmst es als kleinen Sieg. Ah, hierher! War das ein Alp? Wenn wir uns beeilen, kriegen wir das Langohr noch. Alarm! Alarm! Die Orks greifen an! Kommt, wir müssen die Mauern verteidigen. Geil. Verteidigungsschlacht. Gut, ja. Dann kämpfen wir mal. Störe alle Leitern. Auf den Weg. Gehen wir erstmal. Sehr gerne. Erstmal nach oben. So gut wie erledigt. Was denn? Schon fast da. Aber klar. Okay, die hätten wir. Lass ihn da mal stehen. Ja? Tungdil kann sofort dahin. Was ist? Wohin da? Geht dahin. Hm? Und Bavragor geht hier hinten. Also los! Hopp, 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 Leute. Ah, falsche Figur. Für Drakash! Okay, hätten wir. Schluss damit! Er kümmert sich. Warum? Ich drücke die ganze Zeit auf die Figur. Wieso? Wieso kann man nicht wie in einem normalen Spiel die Figur einfach anwählen? Ist doch. Ja? Es geht nur, wenn die Pause nicht aktiviert ist. Doch, jetzt geht's wieder. Also, das ist irgendwie ein bisschen komisch. Der macht's nicht mehr lang! Einer weniger, der Hammer! Hallo? Du sollst jetzt hier. Oh, das ist natürlich überall kein Schritt, wo er hinkommt. Hm? Oh, das ist Pech für dich. Erledigt. Stehen die halt blöd im Weg. Nee, das wollten wir eigentlich nicht. Wir wollten den. So, auf die Leiter. Yeah. Scheiße. Gleich noch zig Leute mit erwischt. Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen. Da, schauen wir doch mal. Der kann sich den kümmern. Okay, das hat geklappt. Dann kann. Ja, hier ist jetzt gar nichts weiter. Und fast da. Mal holen wir mal mit. Eklig. Mal gucken, was wir hier vorne noch leisten können. Ja, nee, das wäre ihn in die Wand zu hauen. Das hat tatsächlich nur den erwischt, oder? Was ist? Okay, haben wir. Ja, also los. Oh, ist alles voll. Hier kommt der Hammer. Scheiße, jetzt haben wir. Also, manchmal ist das System halt auch ein bisschen doof. Jetzt einfach nur durchs Langrennen haben wir jetzt hier den Soldaten runtergestürzt. Hm, ist doch scheiße. Und jetzt? Da könnten sie wirklich im nächsten Teil. Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen. Ein bisschen mehr machen, was so die Steuerung angeht. Mhm. So, jetzt dürfte ich doch eigentlich nur den erwischen. Achso, den hier hinten habe ich jetzt auch gleich noch erwischt. Na danke. Für Vrakas! Zu einfach! Da bist du platt. Das war die Leiter. Unverstanden. Und weiter. Hat nicht funktioniert. Dann einer weniger. Okay. Sehr gut, wir können sie aufhalten. Was zum Sintoras? Du wünschtest, das wäre anders. Aber dir ist klar, dass die Stadt nicht mehr zu retten ist. Zum Seitentor. Das ist unsere einzige Chance. Ja?
Das Seitentor. Wo könnte denn das Seitentor sein? Da hinten. Hm? Bin so, unterwegs. Mit hier kommen. Ja? Boing. Dann kann er auf den... Schluss damit! Was denn? Ja, ja. Jo. Die beiden sollen sich also mal hier los. Durchkämpfen. Was? So gut wie erledigt. Was ist? Mhm. Ah, auf die beiden. Das haut hin. Und jetzt? Die Musik war insgesamt jetzt die letzten Folgen immer zu laut. Aber Moment, hat er. Das stimmt doch eh was mit denen. Hä, das hatte ich doch anders eingestellt. Nee, doch, ist richtig. Ist alles richtig. Alles richtig. Ja. Geh mal ein bisschen näher ran, dass wir hier auch was sehen. Also, den können wir noch mitnehmen. Solche Kreatur! Was denn? Sofort! Ja, ja. Für Erdus! Und jetzt? Und eigentlich könnten wir uns ja noch ein paar Erfahrungspunkte bedienen. Bin unterwegs. Lass mich allein. Jo? Boah, eklig. Schluss damit. Wenn wir schon mal hier sind. Nee, das machst du nicht. Absolute Kreatur! Wo ist er denn? Da ist er. Jetzt die wegkicke, dann kicke ich halt auch meinen weg. Shit. Jetzt machen wir es mal so. Ja, das erwischt natürlich hier sofort den Elb mit dazu. Ja? War nichts Persönliches. Da haben wir die auch noch. Ja? Auf den Weg! Für Wrakas! Zu einfach! Sollst den... Einverstanden! Und weiter! Okay. Auf den Weg! Schluss damit! Angriff! Und jetzt... Wieder einen von denen erwischt. Wisch ich damit einen? Nee. Ja, ja! Aber ich könnte immer alle zu mir locken. Komm mal her, komm mal her, komm mal her. Komm her, du! Wo erwische ich mal nicht einen Zivilisten? Die beiden nehmen, oder? Da bist du platt, oder? Boah, eklig! Hm? Okay, und... Sofort! Achso, das wäre sowieso einer der Wege gewesen, die man durchgehen kann. Also von daher ist es okay, dass wir uns hier die Pumpe noch holen. Also man kann das eh schaffen. Was denn? Reicht das? Nee, das reicht nicht. Weiter! Ja, ja! Schluss damit! Das ist Pech für dich! War nichts Besonderes! Hier kommt dein Hammer! Und jetzt? Wo ist der Nächste? Eine solche Kreatur! So gut wie erledigt! So, ich glaube, jetzt haben wir's. Bin unterwegs! Ja, sieht gut aus. So gut wie erledigt! Hallo. Sie ist abgeschlossen.
Wir müssen sie irgendwie öffnen. Vielleicht könnten wir da behilflich sein, werte Herren. Geht beiseite. Seid ihr Diebe? Mitnichten. Wir sind Künstler und Menschen mit besonderen Talenten. Sagt, Freunde, da ihr mir vor Dania offensichtlich auch verlassen wollt, hättet ihr etwas dagegen, wenn wir uns euch anschließen? Der unglaubliche Rodario! Oh, ein Verehrer meiner Künste? Wer hätte das gedacht? Ich bin in der Tat der einzig wahre, der unglaubliche Rodario. Der werte Herr hier ist Furgas, der beste Magister Technicus seit Menschengedenken. Und zu guter Letzt die bezaubernde Marmora, deren Schönheit die Rosen am Haus des Bürgermeisters vor Neid verdorren lässt. Alles Weitere sollten wir vielleicht bereden, wenn wir aus diesem Schlamassel raus sind. Wir haben eine lange und gefährliche Reise vor uns. Ich glaube nicht, dass ihr euch unserer Reisegruppe anschließen wollt. Eine epische und gefahrvolle Reise? Das klingt nach einem Abenteuer und außerdem habe ich gesehen, dass ihr mit euren Waffen umzugehen versteht. In diesen unsicheren Zeiten bietet eine große Reisegruppe den besten Schutz. Meint ihr nicht auch? Ich weiß nicht. Noch immer strömen Orks durchs Tor und über die Mauer. Du beschließt, dass es nicht der richtige Zeitpunkt für Diskussionen ist. Also gut, gehen wir. Nichts wie weg hier! Bei den Ersten sind wir sicher. Die Ersten? Die Pracht ihrer Hallen soll keinesgleichen kennen. Und ich habe gehört, sie haben faszinierende Konstruktionen, Furgas, die fast an Magie erinnern. Es ist offen. Gehen wir. Habt ihr das gesehen? Sie wurde jetzt nochmal schnell oben auf die auf die Mauer teleportiert. Gut, dann reicht das für heute, glaube ich. Und morgen geht's dann weiter und unsere Gruppe ist ganz schön angewachsen hier. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.